Liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play First Time. Ist ein bisschen länger her, das letzte Mal, dass jetzt hier Let's Play First Time am Start war. Allerdings habe ich frohe Kunde für euch, wenn ihr Fans von Let's Play First Time seid. Und zwar meine Inspiration oder meine Fundgrube, was Free Indie Horror Games angeht, beziehungsweise gute Free Indie Horror Games, nämlich der gute Markiplier auf YouTube, hat sich vor nicht allzu langer Zeit, nämlich Ende Dezember, hat er gemeint, er hat irgendwie eine Liste von 30 Free-Indie-Horror-Games oder so, die er zocken möchte. Und ja, 99% der Zeit, oder in 99% der Fälle, sind die Games, die er raussucht, also die Free-Indie-Horror-Games, immer verdammt gut bis okay. Mit Ausnahme zum Beispiel wie so, von so großartigen Games wie The Sewer, was ich übrigens auch Let's Played habe. Was einfach absoluter Rotz war. Ich habe übrigens gehört bei The Sewer, das ist übrigens, sorry, meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen, weil ich noch krank bin. Aber das ist ja nichts Neues, krank bin ich ja immer. Nee, aber bei The Sewer ist mir übrigens noch aufgefallen, der Kollege, der hat ja eine Demo dazu gemacht und das war einfach nur gerade auslaufen. Er hat danach das Ganze ein bisschen geupdatet, dass es tatsächlich eine Demo war. Allerdings hat der Typ sich so bitchig, weil viele Leute haben gesagt, du kannst nicht einfach eine Demo machen, in der man gerade ausläuft und ein paar Jumpscares entgegen... und man einem ein paar Jumpscares entgegenwirft. Das ist keine Demo, was ja auch richtig ist. Und der Typ hat dann so gemeint, ja, hier, ihr seid ja alle scheiße, hier habt ihr eine richtige Demo oder so. Und da habe ich mir gedacht, nö, so, bei so einer Einstellung zocke ich das definitiv nicht nochmal. So viel ist schon mal sicher. Wie dem auch immer sei, eines der Games, die ich mir rausgesucht habe, die auf jeden Fall sehr interessant aussahen, habe mir das Video natürlich noch nicht angeschaut, das ist klar, ist Anxiety Lost Night. Kleine Info schon mal vorneweg, ich habe geschaut, ob das Game läuft. Es läuft tatsächlich. Allerdings, ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit auch dieses Killer-Clown-Game gezockt. Habe schon den Namen vergessen. Und da war es ja so, dass das Game extrem gelaggt hat, was an der Rechenleistung von meinem Laptop hängt. Das ist hier in dem Game auch so. Allerdings ist das Game eher statisch. Deswegen sollte der Lag nicht allzu schlimm sein. So, Anxiety Lost Night, wie ihr sehen könnt, könnte es sich hier um ein Weeaboo-Game handeln. Wurde released am 25. Oktober 2015, also wäre eigentlich perfekt noch für den Schocktober gewesen. Und folgendes können wir hier über dieses Game in Erfahrung bringen. Anxiety Lost Night is a 2D-Puzzle-Horror-Game, da haben wir schon verloren, in which the player is trapped in a car in the middle of nowhere. Solve the mystery beneath the character's anxiety and what causes it to occur. Gameplay: Mouse S control left click to interact. Explore the car for clues. You might experience different endings. Das ist cool. Und find your way to start the car. Okay. It's the second game of the Anxiety series. Da können wir mal schauen. Hier müsste dann das erste Game in dem Fall sein. Vielleicht können wir uns dem auch noch annehmen. Und das hieß einfach nur Anxiety, so wie es aussieht. Und das scheint wohl tatsächlich auch noch mehr 2D zu sein, als das, was wir uns jetzt hier gleich nehmen werden. Aber wir schauen mal rein in Anxiety Lost Night. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob die Musik copyrighted ist. Deswegen habe ich die mal gemutet. Können schon mal hier ein bisschen Credibility zollen für diejenigen, die es entwickelt haben. Klappt sogar. Oder, naja, das machen wir am besten im Outro. Übrigens, dass mein Headset kaputt geht, das ist normal. Und wenn man das übrigens abbricht, dann schließt sich das Game. Das ist auch interessant zu wissen. So. Sagen wir mal, Maxi and the Gang haben das Ganze zumindest schon mal released. Sehr schönes Logo auf jeden Fall. So, Start Game. It's okay, everything is gonna be alright. Just need to calm down and drive. It's okay, just a little bit more, that's what he said. What? No, not again, not now. Shit, come on. That's also what she said. Okay. Okay. Supreme. Warum sitzen wir eigentlich in der Mitte hier und nicht am Fahrersitz? Naja. It's dark outside. Naja, ist Ansichtssache, ne? Creepy. Trifft's vielleicht schon eher, ja? There should be a bus station nearby. Machen wir den Sound ein bisschen höher. I need a map. Da sehe ich doch auch schon direkt eine, ne? Where am I? There is one not far from here. Ja, gut. Weiß ich. Okay, wir sind am X.
Oder da müssen wir hin? I should be able to walk there. Wo soll das überhaupt sein? I have to go outside. Bring nature to your soul. Yo National Parks. Und wo sind wir jetzt genau? Ich hab keine Ahnung, okay. I have to go outside. Ja, dann machen wir das doch mal am besten, ne? Hier. What's... Drake? Zufälligerweise... Akuga? Ist das... Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Silent Hill übrigens, ne? Also dieses Silent Hill Shattered Memories, in dem man auch irgendwie im Auto ist und alles ist vereist auf einmal. Probably not the best outside. I should start the car again. Ja, aber machen wir das doch. Wenn es so einfach ist. Ah, das ist... Oh, das ist cool. Okay. Das war klar. Should I call my mechanic? Okay. I didn't save this number. Ja, großartig. I should have the business card somewhere. Hier im Handschuhfach vielleicht, ne? Zack. I need the... Hast du eigentlich überhaupt irgendwas? Kann man hier Stickshift spielen? Ne, leider nicht. Moment. Können wir uns... Ja, wir können uns ganz umdrehen. Ja, hier, oder? Why do I keep this? Ist da... He gave me a business... Ja, ich weiß! Ist die vielleicht da drinne? Nee. Ah. Oh, hier in der Tasche, oder was das sein soll? Huh. Maybe it's in the sun visor. Ah. Okay. Ah, ja, natürlich. Na, komm. Ja, ja. GR. Oh ja, 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 das ist eine Nummer. Ich hoffe, die ist gesaved automatisch. So. Zack. Garage here. Sorry, we're about to close soon, ma'am. Hi, it's me. Oh, ma'am? What's wrong? Ma'am? Hallo? I'm a man. The car won't start, I need your help. Wer weiß, wie das bei ihm rauskommt. Signals bad. Where are you, ma'am? Ja, das wüsste ich auch gerne. I'm at North Route of the National Park. Gut, dass sie das weiß, aber ich nicht. What? You're doing there? At this time? Ist da irgendwas Schlimmes? Soll ich nicht hier sein? Just shut up and help me, yeah. Just shut up and take my money. Eine Stunde? Was? No! Ja. Eben! Schneller? Wie wär's damit? I can't wait that long, just walk me through it. What should I do? Wenn wir rausgehen müssen, wäre schlecht. Alright. Try to turn off your electrics on your car. It worked last time, right? Okay. Einfach wieder aus und wieder anmachen, oder wie? Okay. Hiermit oder was? Nope. Können wir irgendwas... He gave me a note. Achso, nee, da ja, für das brauchen wir ja einen Key. Hier vielleicht? Na. Nee, damit können wir nicht interagieren. Oder? Doch. Aber da ist nix. Alter, Alter! Kommt das näher? Ah. Ich glaube ja immer noch, dass es unser ist, aber wahrscheinlich gibt es ja einen krassen Plot-Twist. Where did, do I put the note? Okay, gut. Fuck. Ja, hier, aber ich brauche ja einen Key dafür, oder nicht? Na komm. Ja, weiß ich. Maybe it... Junge! Mädel! Ich brauche einen fucking Key. Wo ist der Key dafür? Der Key oder was? Kann ich ihn rausziehen? Das habe ich gesehen übrigens da. The fuck? Warum kann ich den Key nicht abziehen einfach? Ich melde mich gleich, wenn ich wieder da bin. Wenn man Escape drückt, ist das Game automatisch aus, aus irgendeinem Grund. Ich wollte gerade mal schauen, ob ich jetzt irgendwas in das Vieh da oben irgendwie sehe. So.
Genau, hier wollte ich nochmal schauen. Aber da scheint wirklich nichts zu sein. Ah, wir hatten hier noch was. Ja. Aha. Das ist gut gemacht. Fuck. Okay. So, was? I look awful. Lisa Madison. I can take care of my looks from where do I put the note? Driver license. Why did I leave this thing here? Keys. Ah, ja, 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 ja. Wow! Okay, gut. Hätten wir das auch geklärt. Vielleicht ist dafür die Hupe da, wer weiß. Naja. Okay, was haben wir hier? Turn off air conditioner, every lights on car, wiper, unplug your radio power cable. Pressing the horn also makes it worse. Achso, okay. Remember, don't turn... On all... turn on all... Was für ein Ding? Nonsense? In one time, make sure all electronics device are off when you start the ignition. Alter Verwalter, okay. Shut up. Screwdriver, okay. Alkohol wahrscheinlich, ne? Achso, nee, Pillen, okay. Also nicht das dann immer, ich bin mir nicht ganz sicher. Was ist over? So, das hier. Okay. Das müssen wir eigentlich auch ausmachen, ne? Naja. Shut up. Maggot. So, das hier müssen wir ebenfalls ausmachen. Zack. Okay. Das. Ups. Ja, komm. Mann! So. Achso, nee, das. Nee. Geht ein bisschen aus, genau. War alles, oder? Hab ich was vergessen? Okay, da habe ich, glaube ich, was vergessen. Okay, schaue ich gleich nochmal nach. Kleinen Moment. Okay, ich habe gerade nochmal bei Markiplier reingeschaut. Ich wurde gerade ordentlich gechiegelt. Aber okay. Folgendes nämlich. Eigentlich hatte ich es gerade eben schon gehabt, aber irgendwie hat mich das Game nicht lieb. Wir sehen übrigens hier am Radio, rechts oben, rechts unten, links oben und links unten sehen wir diese Schrauben, sollen das darstellen. Und wir haben ja im Handschuhfach diesen Schraubenzieher, mit dem, den müssen wir quasi an diesen Schrauben benutzen und dann müssen wir das Radio dann eben so rausholen und wenn wir es geunpluggt haben quasi, dann, dann ist es aus. It's over. Das kann man aber zum Glück hier alles relativ leicht alles skippen. Den internen Monolog. Interne Dialoge gibt es übrigens, glaube ich, gar nicht. Von daher, ja. Doppelt und so, ne? Kennen wir ja alles. Okay. Ja, laber nicht. Laber mich nicht voll jetzt. Kein Bock auf dich. Ja, komm weg. Alles klar. Können wir das vermeiden, den Jumpscare? Aber nicht. Get. So, Schraubenzieher, jawohl. Machen wir das Schwere zuerst. Da steht ja auch irgendwie Plug Radio off oder irgendwie sowas. Hätte man also eigentlich drauf kommen können. Aber okay. Bin ja nicht der hellste von der Firma Dunkel. Ne? Ja. So sieht's mal aus.
So, aufpassen, dass wir jetzt nicht aus Versehen den Schlüssel betätigen, wenn wir jetzt hier versuchen, uns an die Schraube daran zu machen. Oh, kleine süße Schraube, so. Schraube locker habe ich sowieso, deswegen war es klar, dass ich das übersehe. Weil das ist ja schon gegeben bei mir quasi. So. Ja, ich folge den Anweisungen. Mach dir da mal keine Sorgen. So. Haben wir es jetzt? What the fuck? Weg. Okay, irgendwas ist immer wieder an dann. Weg. Okay. Fuck it. The fuck? Ich glaube, man kann in diesem Game nicht gewinnen, weil jedes Mal, wenn man alles aus hat und versucht, den Motor zu starten, oder muss ich dann die Pillen nehmen? Das kann gut sein, weil ihr habt es ja gesehen, jedes Mal, wenn ich alles ausgemacht habe und versucht habe, den Motor zu starten, habe ich einen kurzen Blackout gehabt und dann waren zwei Sachen Maximum, glaube ich, waren es wieder an. Maximum, Minimum zwei Sachen. Und dann muss ich da vielleicht die Pillen dann jedes Mal nehmen. Das kann natürlich gut sein. Aber das überlasse ich euch mal, damit ihr das eventuell rausfindet, denn ich will ja euch nicht alles vorwegnehmen. Und das war Anxiety Lost Night. Definitiv ein interessantes Game. Ja gut, ist ja auch, also das war ja übrigens auch bei Slender Anxiety war das ja auch so. Also ist ja eine Krankheit, die da dann doch ziemlich heavy zu sein scheint und die sich eventuell mit dem Thema befasst. Was eventuell passiert, wenn man eben seine Medikamente letzten Endes nicht nimmt und alleine irgendwo im Wald ist und das Auto bleibt liegen. Letzten Endes. Aber definitiv ein interessantes Game. Eventuell werde ich sogar mal schauen, wie das erste Game Anxiety letzten Endes ist. Vielleicht ist es ja ähnlich gut, aber definitiv ein gutes Konzept, muss man sagen. Und dafür, dass man eben eigentlich nur ein Screen die ganze Zeit hat, definitiv viel rausgeholt aus dem ganzen Prinzip letzten Endes. Und ja, das war Anxiety Lost Night. Ich hoffe, das kleine Free-Indie-Horror-Spektakel hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play First Time, wenn ihr denn wollt, wieder, liebe Freunde.